Schon vor Anpfiff war das Achtelfinale sicher und trotzdem Schalkes 1:3 Niederlage in Porto irgendwie ernüchternd. Ja, das freut uns natürlich, dass wir eine Runde weitergekommen sind, aber nach dem Spiel ist man eher enttäuscht nach so einem Spiel, wo wir uns mehr erhofft haben. Und von dem her müssen wir das Spiel erstmal analysieren, abhaken und dann können wir uns auch freuen über das Weiterkommen. Wir hätten hier heute gewinnen müssen. Mein Gedanke war, dass wir erste Platz schaffen können und so. Nach dem Spiel war nicht möglich und dann habe ich gehört, dass wir weiterzukommen. Ich freue mich natürlich, das war unser Ziel und jetzt, ja, jetzt wir müssen auf Hoffenheim schauen und besser machen und genau wie erste Halbzeit, dass wir gut verteidigen und so und kaum freilassen für die Gegner, dass wir zweite Halbzeit durch, ich denke, die 50 bis 70 Minuten gemacht haben. Nach 10 Jahren oder so, ich glaube, das erste Mal wieder die Gruppenphase überstanden und das freut uns natürlich sehr, dass wir Spieler dabei sein durften. Aber wie gesagt, ich bin noch ein bisschen enttäuscht nach dem Spiel heute und ich denke, die Freude kommt auch in den nächsten Tagen. Schalke ist ein großer Verein, aber wie die Art und Weise, dass wir die zweite Halbzeit gemacht haben, das kann nicht passieren. Ne? Erste Tor, wir waren ein bisschen Kopf runter und nein, wir müssen stolz sein, dass wir ein Schalke zu sein und so müssen wir darauf lernen. Ne? Und ich bin froh, dass wir Achtelfinale, ich denke, die Fans sieht genauso aus. Und jetzt wir müssen weiter arbeiten, dass wir ja, erfolgreich zu sein. Enttäuschung über das Ergebnis, Freude übers Weiterkommen, die Schalker Gefühlswelten. Aber Hauptsache weiterhin Königsklasse.